Bonjour. Soyez les bienvenus. Herzlich willkommen. Mit 12 Jahren wollte ich mein Leben Gott weihen. Ich habe natürlich überlegt, ob ich später heiraten will oder eben Priester werden. Am Anfang dachte ich daran, Pfarrer in einer Gemeinde zu werden. Dann daran, gemeinsam mit anderen Priestern in einer Gemeinschaft zu leben. Mit 15 habe ich dann die Regel des heiligen Benedikt entdeckt. So wollte ich leben. Und so kam es, dass ich mit 19 Jahren hier eingetreten bin. Fast 40 Jahre lebt Pater Pierre in Saint-Rémy de Rochefort, einer Abtei in den belgischen Ardennen, auf halber Strecke zwischen Brüssel und Luxemburg. Saint-Rémy ist ein Zisterzienserkloster, genauer ein Trappistenkloster. Die Trappisten sind eine Strömung innerhalb des Zisterzienserordens, die im 17. Jahrhundert entstand und der sich vor allem belgische Klöster angeschlossen haben. Die Trappisten wollten zurück zu den Ursprüngen des klösterlichen Lebens. Nicht die Arbeit, das Gebet bestimmt den Tagesablauf. Über den ganzen Tag verteilt haben wir 7 Gebetszeiten. Dazu eine in der Nacht und die Heilige Messe. Als ich Abt war, war ich der Vater des Klosters. Ich hatte die Verantwortung für die Mönche. Ich musste mich um die Wirtschaft des Klosters kümmern, ebenso wie um Beziehungen nach draußen. Selbst wenn alles gut lief, gab es immer einen Rest von Sorge und Angst, wo ich mich nur dem Herrn anvertrauen konnte. Unser Kloster ist immer ein Zisterzienserkloster gewesen. Der Orden wurde 1098 gegründet in Citeaux, in der Nähe von Dijon. Unser Kloster hier entstand 1230, mehr als 100 Jahre danach. Dans les abbayes trappistes, on évitait l'usage de la parole. On parlait par signe. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde in Trappistenklöstern nicht geredet. Man verständigte sich über Zeichensprache. Das hat man dann irgendwann aufgegeben. Heute sprechen wir miteinander, allerdings nur das Nötigste. Selbst mit Zeichen wäre ja ein echtes Gespräch möglich gewesen. Die können auf ihre Weise sogar ziemlich lärmend sein. Brillante à leur façon. Bis vor nicht allzu langer Zeit hatten alle Trappistenklöster große landwirtschaftliche Betriebe. Aber Landwirtschaft zu betreiben ist gerade in Europa immer schwieriger geworden. Deshalb haben die belgischen Trappisten ihre traditionellen Brauereien ausgebaut. Bier und Beten. Für mich heißt die Beziehung eher Beten und Arbeiten. Ich braue Bier, aber das hindert mich nicht daran zu beten. Im Gegenteil. Die Arbeit hilft mir, mein Gebet zu konkretisieren.
Ah, bonjour Vital. Ah, bonjour Vital, schön, dass Sie kommen. Gerne, schließlich ist Freitag. Bonjour frère Pierre. Wir sollten jetzt das Aussehen der Biere beurteilen. Jeden Freitag treffen wir uns zur Bierprobe, um zu sehen, ob das Bier, das frisch aus der Lagerung kommt, schon so weit ist, dass wir es ab Montag verkaufen können. Nichts zu machen. Das Bier rechts ist deutlich klarer als die anderen beiden Biere. Da ich verantwortlich bin für die Qualität des Bieres, muss ich jedes Mal dabei sein. Ich bin zudem eine Art Verbindungsmann zwischen den Brauereiangestellten und der klösterlichen Gemeinschaft. Mit dem Geld, das wir mit dem Bier verdienen, bestreiten wir unseren Lebensunterhalt. Wir leben in der Tradition, für uns selbst zu sorgen. Wir sind kein Bettelorden. Das Geld aus der Brauerei erlaubt uns nicht nur, davon zu leben und das Kloster zu erhalten. Das Geld gibt uns auch die Möglichkeit, Menschen zu helfen, die in Schwierigkeiten sind. Das ist Teil unserer Tradition. Arbeiten, um zu leben und arbeiten, um Gutes zu tun. Die Nacht ist für uns eine Zeit heiliger Stille. Die Nachtstunden müssen geschützt werden. Das Kloster ist ein Ort des Ringens. Das ist wie in der Wüste. In der Wüste können Sie Gott begegnen, aber man trifft dort auch den Teufel. Und wie Christus selbst im Evangelium gezeigt hat, auch er musste gegen die Mächte des Bösen kämpfen. Und wir müssen das auch. Das nächtliche Gebet ist etwas ganz Entscheidendes für unsere Berufung. Wir wollen nachts beten. Die Nacht ist das Symbol der Finsternis. Der Finsternis in der Welt und in uns selbst. Wir stehen nachts auf, um diese Finsternis zu bekämpfen. Wir fangen hier in Rochefort um 4 Uhr mit dem Brauen an. Das ist natürlich sehr früh für den, der aufstehen muss. Was wir morgens als erstes machen, ist, die Türen zum Maischekessel zu öffnen und dann die Grundzutaten beizumengen. Das Malz und die Weizenstärke. Und dann geht's los. Ich bin der Brauereidirektor, der erste Nichtmönch. Ich habe 1968 hier im Kloster als Student angefangen. Da hat man eine richtige Untersuchung über mich angestellt und hat sich erkundigt, ob ich in die Kirche gehe. Heute ist das sicher anders. Ich glaube nicht, dass man noch zu 100% gläubig sein muss. Aber das Personal, das hier arbeitet, muss einen Respekt vor Menschen haben und hilfsbereit sein. Sonst kommt man hier nicht zurecht. Nach dem nächtlichen Gebet bleiben wir wach bis zum Sonnenaufgang und lesen in den Büchern der Heiligen. Der Sonnenaufgang symbolisiert die Wiederauferstehung Jesu und seine Rückkehr in die Welt.
Insgesamt bin ich glücklich in meinem Kloster, aber ich durchlebe natürlich auch Momente der Anspannung. Sei es, dass ich eine Auseinandersetzung in der Gemeinschaft habe, mit einem der Mitbrüder, wenn unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen, so dass man sich einfach nicht versteht. Oder dass ich einfach zweifle, ob ich nicht doch in die Gesellschaft zurückkehren sollte. Man macht sich ja da manchmal Illusionen. In solchen Momenten mache ich eine Krise durch. Manchmal fühle ich mich dann richtig gehend in einem Tunnel. Da sehe ich einfach nicht mehr klar, was mache ich hier im Kloster eigentlich. In solchen Momenten versuche ich durchzuhalten, treu zu bleiben. Und dann kommt irgendwann das Ende des Tunnels. Und ich bin immer wieder glücklich, durch diesen Tunnel gegangen zu sein, diese Prüfungen bestanden zu haben. Mein klösterliches Leben wird dadurch sehr viel reifer, sehr viel erwachsener. Wenn Pater Pierre nicht gerade übt, erklingt die Orgel in Saint-Remy nur während des Sonntagsgottesdienstes. Bei den übrigen Gebetszeiten singen die Mönche ausschließlich gregorianischen Choral. Pater Jacques Emmanuel hat das Amt des Abtes vor einiger Zeit aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Die Mönche haben einen Nachfolger gewählt. Seitdem findet er wieder mehr Zeit, die Kirche zu bewundern, die vor einigen Jahren von Grund auf neu gebaut wurde. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurden die Klöster aufgefordert, sich der Welt zu öffnen. Unsere alte Klosterkirche war so gebaut, dass Kirchgänger von außen keinen Zutritt hatten. Nur die Mönche konnten die Messe besuchen. Der damalige Abt, mein Vorgänger, hat vorgeschlagen, die Kirche auf ihren romanischen Kern zurückzuführen. Dieser Stil ist authentischer und passt besser zu uns. Hier gibt es keine überflüssigen Verzierungen. Die Steine selbst sollen unsere Ideale verkörpern. Dans les pierres elles-mêmes soit incarné notre idéal. Wird die Maische gefiltert. Sie enthält noch keinen Alkohol. Da ist sie, die berühmte Maische, an der wir seit morgens 4 Uhr arbeiten. Ziemlich klar, schöne braune Farbe und man riecht ganz deutlich den Karamellduft unseres Bieres heraus. Selbst wenn es erst die Maische ist. Mal sehen, ob der Zuckergehalt stimmt. Perfekt. Um diese Zeit übernimmt mein Bruder. Er macht mit dem Brauen weiter. Bis später. Patrick Strignard ist einer von 5 Brüdern des Braumeisters, die allesamt im Kloster arbeiten. Er fügt den Hopfen zu. Früher haben das alles die Mönche selbst gemacht. Einst lebten hier 45 Mönche, jetzt sind es noch 15. Es gibt viele Gebetszeiten am Tag und wenn sie beten gehen, dann müssten sie mitten im Brauvorgang alles stehen und liegen lassen. Aber das Bier wartet nicht, das geht nicht. Deshalb muss es Angestellte geben, die ihren Arbeitsplatz nicht verlassen und sich um die unterschiedlichen Brauvorgänge kümmern. Wenn man da nicht aufpasst, dann kann man das, was schließlich rauskommt, vergessen. Dann gibt es kein Bier. Thank you.
Auch Yves van Meusen ist Angestellter des Klosters. Er kocht nicht nur für die 15 Mönche, sondern auch für das Personal und die Besucher, die im Gästehaus von Saint-Rémy für einige Tage Einkehr suchen. Les moines n'ont pas le droit de manger de la viande. Die Mönche dürfen kein Fleisch essen. Deshalb gibt es heute Eier, morgen Gemüse, am Mittwoch dann Fisch, Donnerstag nochmal Eier und am Freitag Nudeln. Schwierig ist das nicht, nur leider etwas eintönig. Ist dir gut? Das wirst du mir sagen. Manchmal braucht einer der Mönche zwischendurch etwas Warmes. Dann fragt er mich nach einem Teller Suppe und bekommt ihn natürlich auch. Die ist sehr gut. Von Zeit zu Zeit braucht man das einfach. In das Essen der Mönche darf ich kein Fleisch tun, das ist klar. Dieses Gericht ist wohlgemerkt für die Gäste des Klosters, nicht für die Mönche. Das ist ein Wildschweingulasch mit Rochefort-Biersoße, Apfel-Birnensirup lütticher Art und kleinen Trauben. Weil wir in einem Trappistenkloster sind, bevorzugen wir natürlich eine Sauce à la bière. Das Mittagessen muss absolut pünktlich um 12:30 auf dem Tisch stehen. Da kommen sie aus der Kirche und man darf keine Minute zu spät dran sein. Sonst herrscht hier völlige Aufregung. Jeder fragt dann, was los ist. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains. Pour nous, le réfectoire est un lieu. Für uns ist das Refektorium ein heiliger Ort, sozusagen eine Verlängerung der Kirche. Während der Körper die Nahrung aufnimmt, soll auch die Seele ihre Nahrung bekommen. Deshalb wählen wir eine Lektüre, die sich vor allem an die Seele richtet und die unser Gebet unterstützt, die Einheit mit Gott befördert. Wir lesen aus Biografien, manchmal sogar einen Ausschnitt aus einem Interview mit einer bekannten Persönlichkeit, damit wir die Zeiten besser verstehen, in denen wir leben. Wir sind hier im Garten des Gebets. Man nennt ihn auch den verschlossenen Garten. Das kommt aus dem Lateinischen, Hortus Conclusus. Im Hohen Lied König Salomos ist der Garten das Symbol des Universums. Des Universums, in dem Gott, der Liebende, zusammenkommt mit seiner Geliebten, der Menschheit. Dieser Garten ähnelt ein wenig den Zen-Gärten des Buddhismus. In diesem Garten herrscht normalerweise absolute Stille. Wir können hierher kommen zum Beten. Besonders schön ist es an einem Sommerabend nach der Komplett. Aber man kann nicht allzu lange bleiben, denn um 3 Uhr stehen wir ja schon wieder auf. Doch es ist trotzdem ein schöner Moment im Tagesablauf. Vier Tage Brauen, 3 Tage Fermentation. Das ist ein Kreislauf, den wir nicht unterbrechen können. Wir können nicht einfach einen Monat aussetzen, weil die Mönche vielleicht sagen, es sollte eine Zeit lang im Kloster keinen Lärm geben. Das geht nicht, weil wir die Hefe am Leben halten müssen, die Organismen in der Hefe. Deshalb müssen wir Woche für Woche weitermachen. Musik
Die Hefe ist in gewisser Hinsicht unser Geheimnis. Alle anderen Grundstoffe kann jeder überall kaufen. Man bekommt sie im ganz normalen Handel. Was das Geheimnis des Bieres betrifft, ist Pater Pierre anderer Ansicht. Suchen Sie das Geheimnis unseres Bieres nicht in der Chemie oder in irgendwelchen geheimen Rezepten. Das Geheimnis unseres Bieres hat mit der Ethik zu tun. Wir haben eine christliche Ethik. Wir haben keine Aktionäre hinter uns, die nichts tun, aber Gewinne einstreichen wollen. Das heißt, wir achten darauf, dass unser Betrieb läuft und wir keine roten Zahlen schreiben. Aber wir zögern auch nicht, in die besten Maschinen zu investieren. Die Gemeinschaft der Mönche hat beschlossen, dass wir nur 400 Hektoliter pro Woche machen. Das sind 120.000 Flaschen. Wir könnten viel mehr verkaufen. Deshalb können wir den Preis stabil halten und müssen nicht vor unseren Kunden auf die Knie gehen. Die Zutaten sind immer noch die gleichen wie am Anfang. Und wir Laien haben kein Recht, auch nur irgendetwas an der Zusammensetzung des Bieres zu ändern. Wir dürfen nichts ändern, nichts. Die belgischen Ardennen, in denen Saint-Rémy liegt, sind wald- und wasserreich. Auch zum Kloster gehört ein eigener Wald. Pater Pierre und sein Brauingenieur haben sich aufgemacht zum Schatz von Saint-Rémy, zum Ursprung des Bieres. Die beiden Männer steigen hinunter zur Quelle von Saint-Rémy de Rochefort. Dort wollen sie die Reinheit des Wassers prüfen. Geht schon, so rum geht's. Steigst du auf die Leiter? Wo kletterst du herum? Gehen wir also weiter. Es gibt keinen anderen Weg. Für die Qualität des Wassers tun die Mönche alles. Notfalls legen sie sich sogar mit den Bauern der Umgebung an. Sie haben Schutzzonen durchgesetzt, in denen die Landwirte keine Düngemittel und keine Pestizide ausbringen dürfen und sich an strenge Auflagen halten müssen. Ich verkoste das jetzt wie ein Bier. Schließlich wird das mal unser Bier. Das Wasser ist sehr wichtig. Jede Brauerei will ihr eigenes Wasser haben. Man könnte woanders nicht dasselbe Bier machen. Wir müssen für die Reinheit des Wassers kämpfen. Ich glaube, sauberes Wasser ist eine der Herausforderungen unserer Umwelt. Wenn wir dafür kämpfen, dann nützt es allen. Zur Sonntagsmesse kommen auch viele Leute aus Rochefort. Manche bleiben danach noch ein bisschen und gehen in den Klosterladen, der nach dem Gottesdienst für eine Stunde geöffnet hat. Danach sind die Mönche wieder allein. In einem Kloster trägt jeder seine eigene Geschichte mit sich herum.
Die äußere Geschichte, die lässt sich filmen. Und dann die innere Geschichte. Jeder hat seine eigene Geschichte der Gnade, seine Beziehung zu Gott. Wenn man in der Brauerei arbeitet und den ganzen Tag im Kloster verbringt, dann muss man auch mal raus. Mir geht das jedenfalls so. Ich fühle mich wohl, wenn ich dann oben bin in der Höhe.